Guido Schumacher und seine 14 Mitarbeiter sind ein eingespieltes Team. Jeder Mitarbeiter ist hochqualifiziert. Kunsthandwerkliches Können, Präzision und Qualität sind oberstes Gebot. Die vielseitigen Kompetenzen des Betriebs haben die Jury überzeugt. Daher wurde dem Orgelbaubetrieb der erste Preis für den Wettbewerb Handwerker des Jahres verliehen. Zuerst bin ich überrascht, dann bin ich auch sehr stolz, nicht auf mich, sondern auf die gesamte Mannschaft, weil ich denke, Orgelbauen ist eine Mannschaftsleistung. Und irgendwo fühle ich mich bestätigt in dem, was wir seit 30 Jahren machen. Ich habe versucht, den Betrieb während 30 Jahren aufzubauen. Ich glaube, das ist mir gelungen und da bin ich schon etwas stolz drauf. In diesem Jahr hatte Guido Schumacher einen außergewöhnlichen Auftrag erhalten, die Restaurierung der denkmalgeschützten Orgel der Kathedrale in Antwerpen. Ein Prestigeauftrag und eine riesige Herausforderung, denn eine 40 Tonnen schwere Orgel zu restaurieren, ist alles andere als einfach. Der Beruf ist schwer, weil er so komplex ist. Im Grunde haben wir ja verschiedene Handwerke, Holzhandwerk, Metallhandwerk, das Musikalische, manchmal das Architektonische. Und das alles zusammenfügen zu einem Musikinstrument, das ist schon eine Aufgabe. Die Restaurierung dieser Orgel wird das Team um Guido Schumacher noch bis 2016 beschäftigen. Das Unternehmen blickt zuversichtlich in die Zukunft, auch wenn die Marktlage nicht einfach ist. Wir sind im Moment ausgelastet bis Ende 2016, aber es muss natürlich regelmäßig was beikommen. Es ist klar, dass die Situation schwieriger wird, aber ich glaube, wir sind ganz gut positioniert und deshalb bin ich weiterhin optimistisch. Der Preis, mit dem alle Mitarbeiter gewürdigt werden, bestätigt wohl dem Unternehmen, dass es den richtigen Kurs eingeschlagen hat.